Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit diesem Wochenspruch am Sonntag Kantate begrüßen wir Propst Matthias Schmidt, Pfarrer Matthias Weidenhagen und ich, Michael Paul, Sie an den Bildschirmen herzlich zu unserem Online-Gottesdienst der Lukas- und Johannesgemeinde in der Johanneskirche in Gießen. Kantate, singet, so werden wir heute aufgefordert. An diesem Sonntag dürfen wir auch schon mit einer kleinen Gemeinde von 60 Personen Gottesdienst feiern. Aber singen, das dürfen wir in unserer Kirche leider nicht, müssen uns und andere schützen. Sonntag Kantate ohne Gesang? Nein, Sie an den Bildschirmen dürfen natürlich mitsingen. Und die Lieder, die wir heute musizieren, laden herzlich dazu ein. Auch werden wir heute zwei Predigten zu Liedern halten. Lieder, die in der Corona-Zeit eine besondere Rolle gespielt haben und spielen. Der Mond ist aufgegangen und von guten Mächten wunderbar geborgen. Gerade auch dieses Bonhoeffer-Lied erinnert an die Befreiung vom Hitler-Regime vor 75 Jahren, an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Alte Lieder ganz neu, ganz intensiv in dieser Zeit. Danke für Ihr Mitfeiern, für Ihr Mitsingen, für Ihr Mitbeten. Auch online kann Gemeinde lebendig sein. Danke. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gemeinsam mit Israel hören wir auf Worte aus dem Psalm 98. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm.
Der Herr lässt sein Heil verkündigen. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Amen. Ich lade Sie ein zum Gebet. Heute, mein Gott, singt nur meine Seele, mal leicht, mal schwer. Der Mund muss schweigen, die Kehle bleibt still. Die Seele singt, was sie bewegt. Zu dir, mein Gott, steigt ihr Lied aus der Tiefe des Herzens. Freude, Angst, Sorge und Dank und alles, was heraus will. Hör den stillen Gesang, hör mein Gebet. Hör, was unsere Seelen singen, und sing du mit uns zusammen Lieder der Hoffnung, Oden an die Freude. Das brauchen wir so sehr, heute und morgen und in Ewigkeit. Amen. Wir hören die Schriftlesung aus dem Lukasevangelium im 19. Kapitel. Und als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Jesus aber antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Soweit die Schriftlesung.
Liebe Gemeinde, es war in den ersten Tagen der strengen Kontaktsperre. Ich saß abends noch bei der Arbeit im Büro. Das Fenster hatte ich offen gelassen, denn es war in jeden Tagen wirklich still auf der Straße. Kaum ein Auto war unterwegs. Plötzlich hörte ich Stimmen. Da singt doch jemand. Da singen viele. Neugierig lehnte ich mich aus dem Fenster und da erkannte ich das Lied. Der Mond ist aufgegangen. Die Sängerinnen und Sänger waren zwei Stockwerke über mir an den Fenstern und Balkonen. Es waren die Mitarbeitenden der Telefonseelsorge. Für einen Moment hatten sie Pause gemacht und sangen diese Zeilen. Und ich stimmte gerne mit ein. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traulich und so hold, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Liebe Gemeinde, es ist schon seltsam, wenn jetzt gerade die helle Sonne durch diese wunderbaren Glasfenster scheint, über dieses Abendlied nachzudenken. Aber für Claudius geht es ja nicht nur um die Schönheit der Abendstimmung. Er entdeckt etwas darin, das für ihn wie ein Gleichnis ist. Ein Gleichnis für ein Zur-Ruhe-Kommen, das auch die Krise tragen und ertragen lässt. Aus den Versen spricht ein Gottvertrauen, das viele in diesen schweren Zeiten ja aufatmen lässt. Wenn mein Kopf und Herz sich ängstigen vor dem, was der neue Tag bringen wird. Wenn ich mich sorge um Menschen, die zu mir gehören, ja, dann wünsche ich mir genau diese Kammer, wo des Tages Jammer von meinem Herzen genommen wird. Es ist, als ob dieses Lied diese Botschaft hat: Komm zur Ruhe. Lass deine Sorgen und Ängste los, lad sie ab bei Gott, vertrau sie Gott an. Und es ist gut, dass wir als Kirchen auch solche Orte der Ruhe schaffen. Es war ja die große Frage vor wenigen Wochen, als deutlich wurde, dass wir keine Gottesdienste in den Kirchen feiern dürfen. Was heißt das eigentlich für uns? Und dann passierte Erstaunliches. Es entstanden neue, andere Formen von geistlicher Gemeinschaft, analog und digital. In den Fernsehgottesdiensten zum Beispiel sahen statt der üblichen 700.000 Zuschauer über 2 Millionen Menschen zu. Und es gab wie immer die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst anzurufen und Gebetsanliegen zu nennen. Von 10 bis 19 Uhr
riefen diesmal unzählige Menschen an und wünschten sich, dass man für sie und ihre Anliegen betet. Und sehr persönliche Geschichten wurden dabei erzählt. Das hat mich sehr bewegt, dass Menschen sich wünschen, dass für sie gebetet wird. Und es hat mich selbst sehr berührt, wenn Menschen sagten, ich bete auch für sie. Und auch der Gottesdienst jetzt soll so etwas sein. Ein Ort, um Ruhe zu finden. Auch mit meinen Zweifeln und meiner Unruhe hier sein zu dürfen. Auch mit dem, was mich gerade umtreibt. Zu wissen, ich darf beten und es wird für mich gebetet, wenn mir die Worte fehlen. Ich wünsche uns, dass dieser Gottesdienst bei all den Grenzen, die er hat, für Menschen ein Ort wird, sich Gott anzuvertrauen. Wie eine stille Kammer, wo wir des Tages Jammer ablegen können. Matthias Claudius schreibt in seinem Lied weiter, so legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder. Kalt ist der Abendhauch. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Dieses Abendgebet verschweigt mit seiner ganzen Poesie und Schönheit die Probleme nicht. Unser Leben ist zerbrechlich, angreifbar und endlich. Wir erfahren in dieser Zeit, wie es sich anfühlt, wenn man eben nicht alles im Griff hat. Wir erfahren, wie es ist, wenn eine Krankheit auf einmal alle bedroht, nicht nur Einzelne, wenn Existenzen bedroht sind, wenn Folgen unabsehbar werden. Und ich höre den großen Ernst, mit dem Matthias Claudius in seinem Lied auch diese Dinge anspricht. Er weiß, wovon er redet. Drei seiner Geschwister verliert Claudius als Kind. Sein Lieblingsbruder stirbt durch eine Pockenseuche während der gemeinsamen Studienzeit. Jung verheiratet, verliert er seine wenige Stunden alte erste Tochter, später zwei weitere Kinder. Er kennt das zerbrechliche Leben. Und deshalb ist es so glaubwürdig, so gut und so wichtig, dass er schreibt und dass er uns deutlich macht, dass Zuversicht und Vertrauen wichtig sind, dass er uns einlädt, uns mit unserem zerbrechlichen Leben bei Gott zu bergen. Er weiß, wovon er redet. Liebe Gemeinde, seit jenem Abend habe ich dieses Lied immer wieder mal gehört. Es gehört zu einer Aktion der evangelischen Kirche in Deutschland. Jeden Abend sind wir um 19 Uhr eingeladen, an den Fenstern und Balkonen mitzusingen. Vielleicht hören Sie es ja in den nächsten Tagen, wenn es gesungen wird. Vielleicht singen Sie mit, laut oder im Herzen. Und vielleicht denken Sie dabei auch an die Kranken in Ihrer Nachbarschaft und die Sie pflegen. Die Trauernden und die Sie trösten. Die Mutlosen, die sie begleiten, die Erschöpften und die sie versorgen. Das Gebet, das ist jene Kammer, wo wir des Tages Jammer in Gottes Hand legen, uns und die Menschen, die zu uns gehören, Gott anvertrauen und unseren kranken Nachbarn auch. Amen.
von guten Mächten wunderbar geborgen. Eigenartig, wie einen ein tausendmal gesungenes Lied in diesen Tagen wieder in seinen Bann zieht und tief berührt. Mit WhatsApp hat mir ein iranisches Gemeindeglied das Lied, gesungen von Siegfried Fietz, auf mein Handy geschickt. Es wird in diesen Tagen der Viruskrise wieder hunderttausende Mal angeklickt, weiter verschickt, sogar von unseren iranischen Geschwistern. Dietrich Bonhoeffer hat das Lied im Dezember 1944 gedichtet. Es gilt als der letzte theologische Text dieses begnadeten Theologen und Widerstandskämpfers gegen Hitlers Diktatur, dessen Ermordung am 9. April vor 75 Jahren wir vor 4 Wochen gedachten. Er hat es in seiner Zelle in Gestapohaft, den Tod vor Augen, gedichtet und es einem Brief an seine Verlobte Maria von Wedemeyer beigelegt. Natürlich denke ich bei diesem Lied auch an vorgestern, den 8. Mai, das 75-jährige Jubiläum des Kriegsendes. Warum reden diese Worte nun wieder so schreiend und tröstend in unserer Zeit? Von guten Mächten wunderbar geborgen. Das ist der Grundtenor dieses Liedes. Bonhoeffer schreibt es aus seiner Gefängniszelle an seine Verlobte. Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Nicht verlassen in Gestapohaft oder auch auf einer Virusstation. Und wenn man dort nicht alleine ist, dann sind wir doch auch isoliert durch Kontaktsperren, gefesselt durch einen Virus nicht allein. Dann gilt dieses von guten Mächten wunderbar geborgen doch auch uns, die wir uns jetzt ängstigen und schrecklich sorgen, unsere Gesundheit oder wirtschaftliche Existenz bedroht sehen. Hier glaubt es einer wirklich, lebt es in der Tiefe seiner Todeszelle. Wir sind nicht allein. Wir fallen nicht in die Hände eines gnadenlosen Schicksals oder in die Hände von Virusmächten. Gute Mächte, keine Schadensmächte umgeben uns. Mit dieser Bezeichnung gute Mächte ist Bonhoeffer etwas Wunderbares gelungen. Unter diese guten Mächte dürfen sich auch Menschen bergen, die nicht voll und stark im Glauben stehen und keinen festen und klar umrissenen Gottesbegriff haben. Mit diesem Begriff gute Mächte weitet Bonhoeffer den Zugang zu Hoffnung und Licht aus. Und das verstärkt er noch mit den beiden Worten treu und still. Diese Mächte sind treu. Gott ist treu. Nicht du hältst ihn, er hält dich. Treu durch Krisen hindurch, durch Tiefen hindurch, durch Sünde hindurch. Treu, wenn du deinen Stand verlierst, deinen Alltag, deine Ordnung, deine Sicherheiten. Treu. Und ganz still sind diese Mächte da. Es bedarf keiner vollen Kirchen, keiner
lauten Lieder, keiner starken Glaubensdemonstrationen. Es bedarf nicht einmal des Gesangs. Ganz still sind diese Mächte da und tragen mitten in deinem Verlust von Alltag und Gewohntem, im Verlust vielleicht von Arbeit, vielleicht von Menschen, vielleicht von Leben. Es ist eine Macht, die sich gibt, sich bedingungslos schenkt in Christus. Eine Macht, die nicht sagt, tragt ihr euer Kreuz, sondern die sagt, ich trage mit, trage euer Unvermögen, eure Ohnmacht. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Was kam alles hoch in diesen Tagen der schreienden Stille? Wo es unruhig wird, tritt die Vergangenheit hervor, tauchen die Verletzungen auf, kommt die tosende Unruhe unserer Seele an die Oberfläche. Bonhoeffer betet, ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern? Natürlich denkt Bonhoeffer hier an Gethsemane, an Jesu Flehen und Angst im Garten. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Der bittere Kelch ist für Bonhoeffer der Tod, den er dann auch nur wenige Wochen später erleiden muss. Was ist unser Kelch? Trennung? Wirtschaftliche Not? Krankheit? Tod? Was geht mit uns in diesen Tagen? Auch das Schlimmste ist umfangen von guten Mächten. Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Darum kann Bonhoeffer sagen, ich nehme den Kelch ohne Zittern, denn ich bin in guten Händen, in den Händen eines Gottes, der uns Jesus geschenkt hat. Liebe ohne Wenn und Aber. Von dieser Liebesmacht umgeben sind wir wunderbar, unerklärlich, überraschend manchmal in solchen Zeiten geborgen, auch wenn wir in Jesu Nachfolge Kelche trinken müssen, die wir nur mit Zittern und ohne im Letzten sie zu verstehen aus Gottes liebender Hand nehmen müssen. Ja, der bittere Kelch. Aber hoffen tut Bonhoeffer doch das andere. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz? Das hoffen wir doch. Freude, auch nach Corona, Leben nach Corona. Doch was heißt das, Freude? Soll alles wieder so sein wie vorher, vor Corona? Dasselbe Rennen und Terminieren, immer hinter unseren Erfolgen her, Ellenbogen raus und los, dasselbe Rasen mit Autos, Ausbeuten von Natur und Menschen, dasselbe Drehen um uns selbst. Nein, bei Bonhoeffer sieht die Zukunft anders aus. Dann wollen wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir unser Leben ganz. Ich will mich erinnern, sagt Bonhoeffer. Ich will mich der Gegenwart guter Mächte in den Tiefen meines Seins erinnern. Ich will mich erinnern, wie Gott durchträgt und nicht fallen lässt, lebend bewahrt und schenkt, tausendmal vergibt.
Ich will mich erinnern, wie Gott an meiner Seite bleibt, obwohl ich an ihm zweifle, wie er mich hält und nicht ich ihn, wie er selbst in tiefster Einsamkeit hoffen lässt, leben lässt. Ich will mich erinnern. Wie werden wir leben nach Corona, liebe Schwestern und Brüder? Bonhoeffer sagt, wenn Gott mich, nein uns, durch unser Tal gebracht hat, dann wollen wir uns mit seiner Hilfe und wir wollen uns seiner Liebe erinnern. Und dann, wie ein Eid hört sich das an, gehört dir unser Leben ganz. Singt dem Herrn ein neues Lied, das Lied nach Corona, dann gehört dir unser Leben ganz. Amen. Wir singen, hören, meditieren jetzt das Bonhoeffer-Lied noch einmal mit der anderen Melodie, mit der Melodie im Gesangbuch. Lasst uns beten. Du Gott des Himmels und der Erde, Töne und Klänge hast du uns gegeben, Rhythmus und Stimme. So berührst du uns mit deinen Melodien. Sie klingen nach Liebe, Gerechtigkeit und Frieden. Ach, wenn sie doch noch lauter wären, spürbar für uns Menschen überall auf dieser Erde. Wir bitten dich, höre auch das Schweigen der Menschen, die ihre Lieder verloren haben. Es gibt jetzt so viele, die einsam dasitzen, mit Sehnsucht im Herzen. Bei manchen ist sie auch verstummt. Du Quelle des Lebens, wir rufen zu dir, nimm du dich ihrer an. Höre das Klagen derer, die kaum jemand hört. Kinder, die in ihren Familien misshandelt werden, jetzt ganz besonders. Die Geflüchteten in den Lagern, die um ihr Leben fürchten. Und die Millionen in Afrika, denen eine Hungersnot droht. Du Hüter des Lebens, wir rufen zu dir, nimm du dich ihrer an. Achte auf alle, die jetzt bis zur Erschöpfung arbeiten, an den Krankenbetten, in politischen Konferenzen, in den Labors auf der Suche nach Medikamenten gegen das Virus,
das den Rhythmus unseres Lebens so durcheinander gebracht hat. Du Wunder des Lebens, wir rufen zu dir, nimm du dich ihrer an. Du hast die Toten bei dir aufgenommen, am sicheren Ort sind sie, ewig bei dir. Lass sie dein Licht schauen. Du Zukunft des Lebens, wir rufen zu dir, nimm du dich ihrer an. In der Stille nennen wir dir die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Du Freund des Lebens, wir rufen zu dir, nimm du dich ihrer an. Und so beten wir dich an mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Auch am nächsten Sonntag feiern unsere beiden Gemeinden wieder einen Gottesdienst um 10 Uhr in der Johanneskirche. Auch da werden in diesen Corona-Tagen wieder nur 60 Personen teilnehmen können. Und natürlich müssen alle Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Am nächsten Sonntag, Rogate, werden wir gemeinsam über das Gebet nachdenken und natürlich auch zusammen beten. Wir werden auch den Gottesdienst wieder aufnehmen, sodass ihn alle mitfeiern wollen und können, die in der Kirche keinen Platz bekommen haben oder eben aus bestimmten Gründen nicht in die Kirche kommen können. Bitte achten Sie immer wieder auch auf aktuelle Informationen auf unseren Homepages, in den Gießener Zeitungen oder auch in den kirchlichen Benachrichtigungen. Die Kollekte am heutigen Sonntag, Kantate, ist natürlich bestimmt für kirchenmusikalische Arbeit in unserer Landeskirche, in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Kinder- und Jugendchöre, Bands und Flötenkreise bringen musikalischen Schwung in unsere Kirche. Die Kollekte heute unterstützt auch Freizeiten für den kirchenmusikalischen Nachwuchs. Außerdem fördert sie die Aufführung neuer und unbekannter Kirchenmusikwerke und unterstützt Fortbildung für nebenberuflich und ehrenamtlich musikalisch Tätige. Am Ende dieses Gottesdienstes werden Ihnen wieder die Kontoverbindungen der beiden Gemeinden eingeblendet, auf die Sie die Kollekte überweisen können. Bitte mit dem Zweck Kollekte 10. Mai. Vielen Dank für alle Gaben. Gott segne Sie. Liebe Gemeinde, zum heutigen Sonntag Kantate wollen wir mit Ihnen zusammen auch noch einen Kanon singen. Den Kanon Ausgang und Eingang, Anfang und Ende. Den Text sehen Sie ja eingeblendet. Wir singen ihn zweimal zusammen durch, für Sie zum Kennenlernen. Und dann singen wir den Kanon und Sie können sich entscheiden, bei welchem von uns dreien Sie sich gerne anschließen. Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.